wenn jemand was in Deutschland über Science Fiction weiß, dann Herbert W. Frankl. Und ich bin ganz mal gespannt, das darf hier auch sein, was uns hier gleich zeigen, lesen und zu hören lassen wird. Ja, vielen Dank. Die Geschichte heißt Sprung ins Nichts. Vielleicht scheint unsere Welt dem einen enger, dem anderen weiter. Von den Umständen abhängig, von der Bildung, von der Freiheit. Doch selbst der weiteste Horizont ist eine Grenze, ob man sie nun überwinden kann oder nicht. Eine Welt erlebt, gedacht oder simuliert. Wahrscheinlich ist die Frage, ob es eine reale Welt ist, von minderer Bedeutung. Wichtiger ist das, was ist das, was man erwartet, was man erhofft. Manches davon, obwohl Gegenstand der Hoffnung, entzieht sich der Beschreibung, ist allenfalls durch das Gleichnis fassbar. Und trotzdem ist es das Einzige, was man den Ängsten entgegensetzen kann. Die kauernden, in schwarze Gewänder verhüllten Gestalten bildeten eine lange, unregelmäßige Reihe, die den leicht ansteigenden, den Grat entlangführenden Weg säumte. Das Gemurmel ihrer Gebete tönte dumpf. Von Zeit zu Zeit schwoll es zu einem Gesang an, in dem sich alle ihre Hoffnungen und Ängste ausdrückten. Und dann sprang eine Gestalt auf, in eine Kutte gekleidet, wie sie alle, und riss enthusiastisch die Arme hoch. Springt, die Zeit ist gekommen, ihr könnt fliegen, ihr müsst nur daran glauben. Frederik war einer von ihnen. Wie sie alle hatte er die Predigten gehört, die sich in den letzten Wochen zu Beschwörungen gesteigert hatten. Ihr müsst glauben, ganz fest glauben, hatte der Prophet gesagt. Und er hatte von der jenseitigen Welt gesprochen, die nur jene erreichen konnten, die den profanen Dingen abschworen und sich der höheren Pflichten besannen. Es war schwer, etwas zu glauben, wofür es keine Beweise gab. Doch gerade das unterscheidet ja die Verheißung von all jenen bescheidenen Hoffnungen und echten und Erwartungen, von denen er sein Leben bisher hatte leiden lassen. Er rang ehrlich um den echten Glauben, doch noch hatte er sein Zögern nicht überwunden. Wieder wurde der Singsang lauter, ein weiteres Mal deutete sich das Wunder an, das in der Überwindung aller althergebrachten Denkgewohnheiten und Vorurteile lag. Einer aus der Reihe begann zu schwanken. Es schien, als benötigte er ungeheure Kraft, um sich aufzurichten, die letzten Hemmnisse zu überwinden. Er ging vorwärts, immer schneller, die letzten Schritte laufend auf die niedrige Mauer zu, hinter der der Nebel weilte. Unten war er dunkelgrau, fast schwarz, doch die höheren Regionen waren von Licht durchdrungen, das sich an einzelnen Tröpfchen in die Regenbogenfarben brach. Fliegen, das hieß, sich über den schwarzen Abgrund hinweg erheben, in die Flut der Helligkeit einzutauchen. Es war möglich, hatte der Prophet gesagt, aber nur, wenn alle Zweifel beseitigt waren. Wieder stand einer auf, ging vorwärts und sprang. Da hörte das Gemurmel auf, Momente der Lautlosigkeit, der Atemlosigkeit. Für kurze Zeit stand er hoch aufgerichtet auf der Brüstung, die Arme ausgebreitet, dann verschwand er. Von einem Augenblick zum anderen war er weg. Niemand konnte sehen, was mit ihm geschah. Stürzte er, flog er. Er war das Wagnis eingegangen, das jetzt kein Wagnis mehr war. Indem er sprang, hatte er Zeugnis abgelegt.
dass er des rechten Glaubens war. Und nun würden ihn die Engel tragen. Der Prediger lief die Reihe entlang. Er gestikulierte: Jeder kann fliegen. Ihr müsst glauben, glauben. Würde er selbst springen als Letzter? So hatte er es angekündigt. Doch Frederik war immer noch voller Zweifel. Vor ihm lag die niedrige, aus hohen Steinen auch zusammengesetzte Mauer. Dahinter wallte das Nebelmeer. Rechts und links die kahlen, vegetationslosen Berge, die aussahen, als hätte man sie aus regelmäßigen Vielflächnern aufgebaut. Der Nebel lag in einem Tal, was sich jenseits befand, hatte noch niemand gesehen. Noch niemand, der drüben gewesen war, hatte zurückgefunden. Dagegen war das Land, das hinter Frederik lag, wohl bekannt. Kein liebliches Land, kein fruchtbares Land, flache Hügel mit Disteln und Dornbüschen. Noch weiter hinter die steinige Ebene mit ihrem spärlichen Grün, irgendwo fast beliebig hineingesetzt das Dorf, die Lebensgemeinschaft, die Familie, die Frau, die Kinder. Plötzlich stand der Prophet groß und beherrschend vor ihm. Frederik erschrak, blickte kurz nach links und rechts. Sie waren alle fort. Er war als einziger geblieben. Du musst glauben, mein Sohn, sagte der Prophet. Sieh, alle anderen haben den Sieg über sich selbst errungen. Sie haben die kleinlichen Bedenken abgeschüttelt, die lächerliche Angst davor, das Wunder zu erleben. Entsage dich deiner Zweifel, besinne dich deines Glaubens und spring. Er hatte es nicht laut gesagt, doch mit besonderer Eindringlichkeit, so als bestünde überhaupt keine Möglichkeit, sich dem Zwang zu entziehen, als wäre alles schon entschieden, der Sprung selbst nur ein symbolischer, bedeutungsloser Akt. Da erhob sich Frederik aus der knienden Haltung, er stand auf. Beide waren gleich groß. Sie hätten einander ins Gesicht blicken können. Doch Frederik sah kein Gesicht. Er steckte unter einer Kapuze hinter einem Tuch. Du wirst dich doch deiner Pflicht nicht entziehen, sagte der Prediger. Zögere nicht lange. Tu, was du tun musst. Hast du Angst? Wer den richtigen Glauben hat, braucht keine Angst zu haben. Du wirst dich in die Lüfte erheben. Du wirst fliehen. Den Gesetzen der Welt gemäß werde ich nicht fliegen, sondern zerschellen, sagte Frederik und wollte sich umdrehen. Doch der andere streckte die Arme aus, ergriff ihn an die Schultern und hielt ihn fest. Dein Widerstand ist sinnlos, sagte er. Nun gut, du glaubst nicht, was ich verkündet habe. Das ist ein gutes Recht und damit ist das Spiel beendet. Die Welt, die hinter dir liegt, ist nichts als eine primitive Simulation. Sie hat Bedeutung. Komm jetzt mit mir in jene andere Welt, die tausendmal schöner und reicher ist als diese. Doch das ist meine Welt, entgegnete Frederik. Ich kenne sie, ich liebe sie und ich liebe meine Familie. Wenn ich springe, habe ich das alles verloren. Aber ich bleibe. Das ist keine Alternative, sagte der Vermummte. Es gibt eine dritte Möglichkeit, die Realität. Es ist das Experiment zu Ende. Es gibt keinen anderen Weg. Wieder packte er Frederik, doch dieser wehrte sich. Während des Handgemenges öffnete sich die Kutte des Propheten und Frederik sah, dass es kein Mensch war wie er und die anderen. Der Fremde war viel kräftiger als er. Es gab keine Abwehr. Der Fremde packte ihn und warf ihn in das Nichts. Das kahle Land, die Menschen, die darin wohnten, der Sprung in den Abgrund, das war lange vorbei. Die Dinge, wenn man sie von der anderen Richtung sieht, durch ihre Bedeutung wechseln. Ein Traum, ein Spiel, irgendetwas, das sich jemand ausgedacht hatte. Die Bedeutung lag woanders. Frederik hatte den Test bestanden.
Er hatte den Test als einziger bestanden, war der einzige gewesen, der sich nicht hatte verleiten lassen. Er hatte die neue Aufgabe gelöst, so wie man es von ihm erwartet hatte. Sachlich, logisch, konsequent, ohne Rücksicht auf irrationale Größen. Er hatte sich von niemandem beirren lassen, war von seinem Weg nicht abgewichen. Doch jetzt, es lag vor ihm. Frederik war alt, krank und traurig. Wieder einmal war er an einem Scheideweg angekommen und wieder gab es zwei Möglichkeiten. Die unwahrscheinliche, die irrationale, die das Paradies verhieß. Oder die der Erfahrung entsprechende, die das Ende bedeutete. War es ein Zufall, dass sich Frederik plötzlich an die Prüfung erinnerte, die er bestanden hatte, an die arme Welt der Simulation, in der er, wenn auch nur für kurze Zeit, zu Hause gewesen war. Vielleicht, gegen alle Logik dieser Welt, gab es doch noch die dritte, die unwahrscheinliche Möglichkeit. Als er das gedacht hatte, wurde er still und zufrieden und er wehrte sich nicht mehr. Dankeschön. Wie gesagt, es sind Kurzgeschichten, die mich am Anfang da besonders interessiert haben. Nun, es gab Leute, die waren von den Geschichten beeindruckt und eine der ersten Geschichten hatte den Namen Fahrt ins Licht. Eine Gruppe von Studenten hat sich davon beeindrucken lassen und die haben als Abschlussprüfung einen Film gedreht, das war eine Kunsthochschule. Und der Film heißt 5800 K und die Wissenschaftler unter ihnen wissen, was das ist. Das ist die Temperatur der Sonnenoberfläche. Jahrtausende lang haben sie gedarbt und auf einmal liegt der Überfluss vor ihnen. Ist es nicht einzusehen, dass sie die Beherrschung verlieren? Der große Tag ist gekommen. Jahrtausende lang lebten wir in künstlichem Licht und künstlicher Wärme und hegten den Wunsch, uns von unserem Planeten zu lösen und wärmere Regionen aufzusuchen. Nun haben wir endlich die Möglichkeit dazu. Wir stoßen zu den sonnennahen Planeten vor. Ich will nicht daran denken, dass die ersten beiden Raumflotten verschollen sind. Aber es macht mir doch Sorgen. Ich werde wachsam sein. Wir haben die Bahn des achten Planeten gekreuzt. Die Verhältnisse auf ihm sind aber nicht viel besser als die auf unserem Planeten. Wir müssen weiter. Inzwischen haben wir den sechsten Planeten erreicht.
Die erhoffte Wärme macht sich in unserem Schiff noch nicht bemerkbar. Aber das Licht. Was für ein Gefühl, am Fenster zu stehen und sich in diesem Licht zu baden. Der ständige Blick in die Sonne ist nicht mehr ohne Folgen möglich. Ich mache mir Sorgen um das Wohl meiner Mannschaft. Ich wollte bereits früher landen, aber ich wurde überstimmt. Trotz allem herrscht gehobene Stimmung. Es ist wärmer geworden. Wunderbar. Dieses Licht, diese Wärme. Als letztes Zugeständnis habe ich der Mannschaft nachgegeben, dass wir bis zum zweiten Planeten vorstoßen. Wir sind zwischen den ersten beiden Planeten. Die Leute weigerten sich zu landen. Sie wollen zum ersten Planeten. Ich kann nichts dagegen tun. Aber ich verstehe es. Bisher haben wir Mangel gelitten. Jetzt leben wir im Überfluss. Wir fliegen zum ersten Planeten. Er wird unsere neue Heimat sein. Die Leute sind wahnsinnig. Der erste Planet liegt hinter uns. Wenn wir nicht bald umkehren, schmilzt in der Hitze unser Schiff. Es ist jetzt so warm, wie wir es uns in unseren sehnsüchtigsten Wünschen nicht erträumen konnten. Es ist so warm, dass auf unserer Haut Blasen entstehen. Es schmerzt, wenn man ins Licht tritt. Aber es ist ein angenehmer Schmerz. Ich wusste nie, dass Licht und Wärme schmerzen können. Nein, ich kann das nicht zulassen. Ich muss... Wir stürzen in die Sonne. Sie stehen an den Fenstern mit aufgesprungener, blasiger Haut, mit blutigen Augen. Eine Flut von Licht liegt im Schiff. Weiße Helle dringt auf mich ein. Ich sehe nichts anderes mehr. Nur diese Helle. Die Wärme dringt bis ins Innere meines Körpers. Die Haut brennt. Sie löst sich in Fetzen ab. Dafür aber tut es unbeschreiblich gut, die Wärme durch den Körper laufen zu spüren. Ich kann nicht genug davon kriegen. Kein Schmerz mehr ist zu spüren. Nur noch der Wunsch nach noch mehr Wärme, noch mehr Licht. Eigentlich ist alles richtig, was wir tun. Wieso sehe ich es erst jetzt ein? Ich habe Ihnen das etwas gezeigt, was ganz aus meinen Jugendjahren fast noch kommt. Und was jetzt kommt, geht auf die letzten Jahre zurück.
Es ist ein Buchprojekt mit dem Namen Nanox. Und da wird den Physikern, glaube ich, doch auch das Herz gleich höher schlagen, weil es geht um Nanometrie und Nanotechnologie. Und Sie wissen, das ist eine neue Art, sich mit physikalischen Prozessen zu beschäftigen, speziell wenn man die Grundlagen der Chemie erklären will. Und was da in der Chemie über sich geht, spielt sich natürlich auch im Gehirn dann ab, in diesen Größenordnungen des Nanometers, also einer winzigen Größe, die man bisher technisch nicht erfassen konnte. Und es geht jetzt darum, dass sich eine Firma gebildet hat und ich werde da jetzt nicht lange erzählen, um was es geht. Es ist aus der Firma ein Großkonzern entstanden. Der Gründer liegt im Sterben und es geht jetzt darum, dass sein Sohn die Firma übernimmt. Inzwischen gibt es aber eine Gruppe von Leuten, die etwas ganz anderes vorhaben, die denken, dass man also mit dieser Art von Physik auch Menschen beeinflussen kann und auf diese Weise natürlich in der Politik eine große Chance hätte. Und dieser Erbe aber ist nicht bereit, da mitzutun und sie müssen natürlich sich jetzt was überlegen, wie sie das Problem lösen und da beschließen sie, dem Erben eine falsche Vergangenheit zu indoktrinieren. Das heißt also, das, was er wirklich in der Jugend erlebt hat, ist vielleicht auch unbedeutend. Das wird durch Zwischenschnitte unterbrochen, wo er auf Abenteuern gegangen ist, auf Reisen gegangen ist. Und die sind so konzipiert, dass das, was er da erlebt, ihm eine Bindung zu den Leuten, die jetzt die Firma erneuern wollen, führen wollen und in die Politik einführen wollen. Und ich bin auf die Idee gekommen, diese Passagen, die jetzt also nicht mehr nur das laufende Handlung betreffen, sondern diese künstlichen Teile, die in das Gehirn, also die Vergangenheit, eine synthetische Vergangenheit hineinkommen, die im Sinn von Comicstreifen gestalten zu lassen. Diese künstliche Vergangenheit, diese Episoden, die der Firmenerbe erlebt, die müssen ja von den Drehbuchautoren beschrieben und gezeichnet werden. Und ich habe diese ganze Sache mit Tobias Laufer besprochen, der ja gut zeichnen kann, der war bereit, einige dieser Vorkommnisse mit Bildern zu versehen. Und da kommt dann natürlich noch der übliche Comicstext dazu. Es war ein Roboter der Putzkolonne gewesen, der zuerst auf etwas Ungewöhnliches in Nemo Lab hingewiesen hatte. Und so war es das Security-Personal von Nanox, das dort zuerst nach dem Rechten sah und schon wenige Minuten nach dem Eintreffen der Meldung an Ort und Stelle eingetroffen war. Sie betraf die früher zur Neurologie gezählten Laboratorien, die das gesamte Untergeschoss für sich in Anspruch nahmen. Da es insbesondere die jüngsten Erkenntnisse und Methoden der biologisch orientierten Nanotechnik waren, auf die man sich dabei bezog, hatte die Universitätsleitung um Unterstützung des Nanox-Konzerns angesucht und diese auch bereitwillig bekommen. Der Grund für dieses Entgegenkommen lag natürlich in der Tatsache, dass die neuesten Erkenntnisse nicht nur von beachtlichem wissenschaftlichen Wert waren, sondern sich auch praktisch nutzen ließen. Schon seit Jahren gab es in der Firma Nanox eine Pharmaabteilung und so war es auch in Uppsala zu einer Kooperation gekommen, die für beide Seiten vorteilhaft war. Die Verantwortlichen der Universität hatten es als angenehm empfunden, dass Nanox auch die im wirtschaftlichen Bereich wichtigen und notwendigen Sicherungsmaßnahmen übernahm. Und wenn zu diesen auch manches gehörte, das für Akademiker als übertrieben angesehen wurde, so fügte man sich den Wünschen des Partners
Und deshalb gehörte das Ereignis, das den Alarm verursacht hatte, auch sofort und widerspruchslos in den Verantwortungsbereich der Firma. Es war 4 Uhr früh, das Gebäude war so gut wie menschenleer. Eigentlich war nichts Besonderes vorgefallen. Und so könnte sich auch die ausgelöste Aufregung bald als unnötig erweisen, wie es schon in ein paar vergleichbaren Fällen gewesen war. Aber immerhin, es war der Leiter des Laboratoriums selbst, Clemens Norwig, der ohnmächtig auf dem Boden liegend gefunden worden war. Die beiden Männer der Security waren in erster Hilfe ausgebildet und stellten fest, dass er äußerlich unversehrt war. Sein Pulsschlag war normal und sein Atem ging ruhig. Sie legten ihn auf eine Trage, die in einer Nische des Raums für Notfälle bereitstand. Doch war das Laboratorium mit einer Menge Maschinen ausgestattet, die mit hohen elektrischen Spannungen arbeiteten, wie auch die hohen Temperaturen und hohen Druck. Es gab immer wieder Unvorsichtige, die sich gedankenlos in Gefahr brachten, und dann konnte es trotz aller Sicherungsmaßnahmen zu Unfällen kommen. Die Männer riefen im Sanitätsraum an und baten um einen Arzt, Inzwischen sahen sie sich im Labor um und suchten nach irgendetwas Verdächtigen. Alles schien in Ordnung zu sein, doch dann kam der Jüngere der beiden auf den anderen zugelaufen und schwenkte einen Zettel in der Hand. Das hier auf dem Schreibtisch, es war ein handgeschriebener Text mit einem darüber gesetzten Überschrift Erklärung. Erklärung. Ich, Dr. Clemens Norwig, Forschungsleiter im Laboratorium für Memoforming in der Universität Uppsala, Universitas Regia Uppsaliensis, Schweden, erkläre ich hiermit, dass ich mich zu einem Selbstversuch entschlossen habe, den ich im Hinblick auf den aktuellen Fortschritt in meinem Fachgebiet für unerlässlich halte. Gewiss befindet sich auch die von unserem Arbeitsteam entwickelte Methodik der rückwirkenden Veränderung von Erinnerungen noch im Zustand des Experiments, und es bedarf zweifellos noch detaillierter Untersuchungen, bevor eine praktische Anwendung vor allem in Medizin und im Unterricht zu denken ist. Doch schon jetzt wird klar, dass sich die bisherigen praxisnahen Ergebnisse nur beschränkt auswerten lassen, solange die mit dem neuen Instrumentarium der Infiltration von Nanospeichern erzielten Ergebnisse an Tieren nur von außen beurteilt werden. Das liegt vor allem daran, dass die Wirkungen, um die es geht, in einem subjektiven Rahmen auftreten und daher nur durch Introspektion unverfälscht erkannt und beschrieben werden können. Überlegungen dieser Art wurden bisher nicht angestellt, dass sich das Forschungsvorhaben den speziellen Vorgaben gemäß zunächst auf Wirkungen auf höher entwickelte Säugetiere beschränken sollte. Da kann man heute schon mit Sicherheit erwarten, dass sie sich genauso gut an Menschen anwenden lassen. Es ist damit zu rechnen, dass der Wunsch, diese Annahme praktisch zu bestätigen, früher oder später bei einem meiner Kollegen auftreten und diese eventuell zu eigenmächtigen Versuchen in dieser Richtung verleiten könnte. Es ist wohl nicht zu leugnen, dass ich als Leiter und der Gruppe Memoforming einer Verantwortung unterliege, die auch das Wohl und Wehe der im Labor beschäftigten Mitarbeiter betrifft. Und das ist einer der Gründe, der mich zu meinem Entschluss geführt hat. Ich darf nicht zulassen, dass mir einer der Kollegen mit dieser Idee zuvorkommt. Andererseits ist die Problematik, die in der Aussicht auf praktische Anwendung besteht, so spannend und reizvoll, dass der von mir geplante Selbstversuch gewiss auch im Rahmen
der Interessen und Pflichten liegt, denen ich mich als Erster zu stellen habe. Ich erkläre an dieser Stelle, dass dem geplanten Experiment einzig und allein mein eigener freier Wille zugrunde liegt. Ich wurde von keiner Seite beeinflusst, speziell von der Firmenleitung wurde keinerlei Druck auf mich ausgeübt, etwa im Hinblick auf rasche Fortschritte und Nutzanwendungen meiner Arbeit. Für möglicherweise auftretende unerwünschte Folgen meiner Handlungsweise wäre ich selbst verantwortlich. Gezeichnet Dr. Clemens Norwig, Uppsala. Jetzt weiter im Geschehen. Listner überlegte, was er noch tun könnte, doch da öffnete sich Tür und Nilipka trat ein. Ist er uns also doch in die Falle gegangen, rief dieser, als er den Laborleiter auf dem Tisch liegen sah. Doch damit ersparen wir uns eine Menge Formalitäten. Dass es gerade Norwig ist, der erschien mir immer als ein fügsamer Gefolgsmann. Aber wie auch immer, nun werden wir endlich erfahren, ob alles so funktioniert, wie wir es uns erhoffen. Er ist immer noch besinnungslos, bemerkte Listner. Das kann ich mir eigentlich nicht erklären, der Eingriff selbst ist doch harmlos und erfolgt ohne Betäubung. Er kann doch gar nichts falsch gemacht haben. Hoffentlich erholt er sich wieder. Nilipka lachte. Keine Sorge, ich habe für diese leichte Ohnmacht gesorgt. Ich habe den Spray präpariert. Für alle Fälle. Mit so etwas muss man ja rechnen. Ich habe da ein wenig nachgeholfen. Er verzichtete auf weitere Erklärungen. Aus seiner Jackentasche zog er eine Ampulle und sah sich nach einem Injektionsspray um. Nachdem ihm Listner die Kapsel gereicht hatte, knipste er das Verschlussstück ab und setzte es an die Spritze. Dann schob er den Kragen von Norwigs Jacke zurück und ließ das Medikament durch die entblößte Haut am Halsansatz ins Gewebe zischen. Es dauerte nur Sekunden, da regte sich der Betäubte schon und versuchte sich aufzurichten, was ihm aber offenbar schwer fiel. Nach einem solchen Vorfall können wir ihn nicht einfach wieder frei herumlaufen lassen, erklärte Liebka mit etwas leiserer Stimme und einem Blick auf den Wissenschaftler, der noch nicht auf seine Umgebung reagierte. Man muss ihn beaufsichtigen. Und das muss ich dir überlassen. Ist es denn möglich, die verabreichten Daten wieder zu löschen und den alten Zustand herzustellen? Sicher, später vielleicht. Zunächst ist es viel wichtiger zu untersuchen, wie sich die Übertragung auswirkt. Immerhin ist es das erste Mal, dass wir das an einem Affen tun können. Wenn die Affen uns Menschen auch sehr ähnlich sind, sie könnten sich doch Unterschiede ergeben. Ja, sie müssen sogar auftreten. Menschen haben doch komplexere Persönlichkeiten und es wäre interessant zu erfahren, wie sie mit den synthetischen Erinnerungen fertig werden. Aber dazu müssen wir ihn von den anderen isolieren und dann fällt auf, dass er nicht zum Dienst kommt. Dafür wird sich schon eine Ausrede finden lassen. Sorgen Sie dafür, dass rechtzeitig ein Entschuldigungsschreiben verfasst wird. Und am besten ein ärztliches Attest dazu, wegen einer Unpässlichkeit. Sie können meine Signatur eintragen. Die beiden hatten den Patienten außer Augen gelassen und jetzt merkten sie, dass es ihm endlich gelungen schien, sich aufzusetzen. Lilipka wandte sie ihm zu. Nun sind Sie doch endlich wieder wach. Wie fühlen Sie sich? Danke, es geht mir gut, antwortete Norwig. Die Stimme klang frisch. Schien er immer noch benommen zu sein. Er saß in seltsam verkrümmerter Haltung da und seine Augen schweiften unruhig hin und her. Was ist Ihnen dann mal eingefallen, sagte Lilipka, sind Sie doch ein bisschen zu weit gegangen. Norwig musterte seine Umgebung, er schien irgendetwas zu suchen. Dann blickte er Lilipka an, wo ist die Banane? Die beiden Neurologen brauchten eine Weile, um sich die Situation zu erklären. Und wo ist die Schachtel? Ich bin sicher,
dass ich den Verschluss öffnen kann. Es war ihm eine gewisse Erregung anzumerken, vielleicht auch ein bisschen Angst. Lilling legte die Hand beruhigend auf die Schulter. Aber sicher, das glauben wir Ihnen gern. Und dann darf ich mir die Banane doch endlich nehmen. Nun ist sie weg. Lilling wechselte mit Wissen einen vielsagenden Blick. Keine Angst, du bekommst deine Banane. Bedulde dich, ich sorge dafür. Aber jetzt sage ich dir zuerst, wer du bist. Weißt du es, dann sag mir das. Ich weiß es doch, wer ich bin. Trotz dieser Behauptung schien er sich erst besinnen zu müssen. Ich bin Dr. Norwig. Clemens Norwig. Und ich weiß, und weißt du auch, was deine Aufgabe ist? Wieder sah der leicht erstaunte Blick im Gesicht des Mannes. Dann stammelte er, die Banane, ich darf sie aus der Schachtel nehmen. Ich weiß doch jetzt, wie ich die Schachtel öffnen kann. Ich brauche nur den mittleren Riegel beiseite zu schieben und herumzudrehen. Und nun ist die Schachtel weg. Er sprach noch weiter und die beiden Neurologen hörten ihm noch eine Weile zu, staunend, dann auch immer amüsiert. Weißt du, was das bedeutet, sagte Lilliper leise und stieß seinen Mitarbeiter leicht an den Ellbogen. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck von Triumph. Es bedeutet, dass die Methode funktioniert. Die Übertragung ist gelungen. Dieser Mensch hat sich die Daten aus dem Kurzspeicher eines Affen einverleibt. Die Aufgabe, von der er faselt, ist genau die, die wir ihm mit intelligenten Versuchstieren aufmachen. Und wenn wir ihm später die Persönlichkeit zurückgeben, glauben Sie, dass er seine Mitarbeiter noch als Vorgesetzten anerkennen werden? Philippa schien die Frage allmählich auf die Nerven zu gehen. Vielleicht werden Sie mir das nicht glauben, aber im Moment interessiert mich das einen feuchten Dreck. In diesem Moment ertönte die Sirene des Alarmsystems und dann war die emotionslose Stimme des Automaten zu hören. Achtung, eine Eilsendung. Dem Pförtner wurden 10 Kisten Bananen abgegeben. Wer hat sie bestellt? Bitte unverzüglich melden. Tierschau. Das Neptunschwein, das Ungeheuer, schleift seine Stacheln am Gemäuer. Der Marsgepard hebt seine Klaue und zerrt am Draht, der Draht verhaue. Der Merkurhecht im Schwefelbecken spielt mit dem Publikum Verstecken. Den Saugnapf schwenkt der Venuspudel, man füttert ihn mit Apfelstrudel. Am Eingang debattiert Herr Meier, der Eintrittspreis ist ihm zu teuer. Das ist jetzt eine ganz interessante Begegnung, die ungefähr 30 Jahre zurückliegt. Ich wohne in der Nähe von München, im Übrigen bin ich Österreicher und vielleicht haben Sie das ein bisschen an meiner Sprache bemerkt. Gegen Science Fiction ist da nichts einzuwenden. Ich bin aber in der Nähe von München und da hat sich aus Schwabing ein Künstler gemeldet. Er wäre interessiert daran, für seine Bilder Gedichte zu kriegen und dann wollte er einen Bildband herausbringen. Streifendes Licht der fahlen Sonne, Trümmer auf verkohlter Erde, darüber Linien kreuz und quer, einst ein Straßennetz, Kerben in der Marmorwand, Zeichen, der Grundriss, ein Relief
schattenwerfend, mit etwas Fantasie, ein Gehöft, eine Stadt, eine Festung, Brunnen ausgetrocknet, der gestürzte Monolith. Wann, wer, wo? Mauerreste, Trümmerschichten, darunter vielleicht zerbrochenes Glas, Scherbenhaufen, Weißblechdosen, plattgedrückt, Maschinenteile verrottet. Darunter vielleicht der Talmud, die Bibel, der Koran. So, sind Sie es, ist es Miss. Und es spielt recht nahe in der Gegenwart. Wie ich das geschrieben habe, haben wir gedacht, na, das werden wir vielleicht nicht mehr erleben. Wir werden es bald selbst erleben. Guten Tag, hier 8332 Schräger 7955 minus 2282. Hier spricht Brewster, sind Sie es, Mr. Smith? Auch ich wünsche einen schönen Tag. Hier spricht der AA-Bar von Mr. Smith. Was kann ich für Sie tun? Ich habe nicht verstanden, wer spricht? Hier spricht der AA-Bar von Mr. Smith. Was kann ich für Sie tun? Ich habe nicht verstanden, wer sind Sie? Der AA-Bar, der automatische Anrufbeantworter von Mr. Smith. Was kann ich für Sie tun? Soll ich eine Nachricht auf Bahn sprechen? Nicht nötig. Sie können sich mit mir unterhalten. Na fein, ich möchte Mr. Smith sprechen. Mr. Smith ist leider sehr beschäftigt und darf nicht gestört werden. Ich glaube, Sie scherzen. Ich kenne doch Ihre Stimme. Sie sind es selbst. Ich bin nicht Mr. Smith, ich bin sein AA-Bar. Ich benutze die Stimme von Mr. Smith, weil ich ihn am Telefon vertrete. Was kann ich für Sie tun? Ich sagte es doch schon, ich möchte ihn sprechen. Und ich sagte schon, dass er beschäftigt ist. Doch Sie können sich in mir unterhalten, ich habe eine Menge ihn betreffender Informationen gespeichert und kann die meisten Wünsche der Anrufer bestens erfüllen. Worum geht es? Hören Sie, ich möchte Ihnen privat sprechen. Bitte verbinden Sie mich. Wenn es privat ist, dann dürfte eine direkte Verbindung noch unnötiger sein als bei Geschäften. Eine Statistik hat erwiesen, dass die Redundanz privater Gespräche bei 70-80% liegt. Normalerweise handelt es sich lediglich um Formalitäten. In diesen Belangen bin ich ein vollwertiger Gesprächspartner. Handelt es sich um gute Wünsche oder Danksagungen, wollen Sie sich nach seinem Gesundheitszustand erkundigen. Ich kann Sie beruhigen, Mr. Smith, geht es gut. Es handelt sich nicht um die Gesundheit von Mr. Smith, sondern um eine Frage, die ich ihm stellen möchte. Ich bin überzeugt, dass auch ich sie beantworten kann. Geht es vielleicht um einen Termin? Bei nahezu 90% aller Telefongespräche wird ein Termin vereinbart. Ich habe den Terminkalender von Mr. Smith in allen Einzelheiten angespeichert. Hat Ihr Anruf mit irgendeinem Termin zu tun, mit einem Besuch, mit einem Zusammentreffen? Allerdings, es geht um heute Abend. Können Sie mir die Zeit genauer nennen? Die Zeit ist 19:30. Um 19:30 ist Mr. Smith bei einem Tennisturnier. Es tut mir leid, er hat keine Zeit. Ist unser Gespräch damit beendet? Hören Sie, ich weiß, dass Mr. Smith heute Abend am Tennisplatz ist. Trotzdem möchte ich mit ihm sprechen. Verbinden Sie mich jetzt oder nicht? Mr. Smith ist leider sehr beschäftigt und ich darf ihn nur in ganz besonders wichtigen Fällen stören. Und was ist so wichtig, dass man Mr. Smith damit stören darf? Genau genommen nur eines, nämlich Profit. Nun gut, genau darum geht es, um Profit. Würden Sie mich jetzt mit Mr. Smith verbinden?
Wenn es um Profit geht, selbstverständlich. Ich verbinde sie mit Mr. Smith. Es war mir ein Vergnügen, mich mit dir unterhalten zu haben. Ihr Smith, hier bei Brewster. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Es war recht schwer, Sie zu erreichen. Nicht so schlimm, seit ich meinen neuen intelligenten Anrufbeantworter habe, habe ich viel Zeit. Es ist mir geradezu ein Vergnügen, wieder mit jemandem sprechen zu können. Aber was gibt es? Mein Aber hat da etwas angedeutet. Es ging hier um Profit. Das war nur ein Trick, sonst hätte mich Ihr Anrufbeantworter nicht verbunden. Und ich hatte keine Lust, mich weiter mit Ihnen herumzustreiten. Und was verschafft mir nun die Ehre Ihres Anrufs? Genau genommen geht es darum, dass Mr. Brewster mit Ihnen sprechen möchte. Aber ich dachte, ich sei mit Mr. Brewster verbunden, diese Stimme. Ich benutze die Stimme von Mr. Brewster. Ich bin sein Elduge. Ich dachte, Sie sind mit dieser neuen Methode der Vereinfachung von Telefongesprächen vertraut. Aber mit wem spreche ich zum Teufel? Bitte beruhigen Sie sich. Hier spricht der Elduge von Mr. Brewster, der elektronische Doppelgänger. Mr. Brewster hat mich beauftragt, die Verbindung mit Ihnen herzustellen, eine Aufgabe, die stets viel Zeit kostet, da er selber, die er selber besser nutzen kann. Ich erlaube mir nun, eine direkte Verbindung herzustellen. Ihr Brewster, mit wem spreche ich? Ihr Smith, das ist aber fein, dass ich Sie am Draht habe. Ich wollte nur fragen, ob Sie noch an unser Tennismatch denken. Aber sicher, heute Abend ist die Entscheidung. Da werden wir ja sehen, wer den besseren Roboter hat. Ich freue mich darauf, Mr. Smith. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Brewster.